Du kniest dich nieder, während du betest, spürst du, wie der Raum um deinen Körper sich verwandelt und schmilzt. Und du findest dich in der Vision des Bergtempels wieder. Du siehst jedoch weder Gläubige noch einen Drachen, sondern nur einen Baum. Seine Glieder winden sich um den Tempel und enden in Ästen und Zweigen in unterschiedlichen Größen und Winkeln. Scheint zu lang und zu zahlreich zu sein, um von dem schwachen Stamm getragen zu werden. Und doch halten sie der Brise reglos stand. Ein einsamer Spatz landet auf dem Ast neben dir. Er beobachtet dich. Er bitte eine Audienz bei Hyela. Der Spatz legt den Kopf zur Seite, wie nur Vögel es können. Ja, süß. Dem Vogel zupfeifen. Du pfeifst die erste Melodie, die dir in den Sinn kommt. Der Spatz blinzelt mit seinen wachsamen Augen und hüpft auf dem Ast näher an dich heran. Er wackelt mit dem Kopf und öffnet seinen Schnabel. Die reiche, trillernde Melodie, die daraus hervorsprudelt, ist der Gesang eines ganzen Vogelchors. Ein gewaltiger Schwarm schießt mit donnerndem Flügelschlag und lauten kreischenden, zitschernden Rufen herab. Tausende von ihnen füllen die Äste der Bäume. Vögel jeder Form, Größe und Farbe, die sich dicht aneinander drängen. Palegina seufzt tief. Ehrlich gesagt kann ich Vögel nicht ausstehen. Weil du selber Federn hast? Eine Brise bewegt die Luft. Die Äste schwanken und knarzen in einem seltsamen, sanften Rhythmus. Einige hundert Vögel huschen von ihren Ästen und bilden vor dem Baum einen wunderbaren, bunten Schwarm. Sie fliegen und schwirren umher und du siehst plötzlich, dass dich jemand ansieht, von dem Wirbel aus Federn getarnt. You journeyed to my temple and rid it of the dragon. Now my faithful may return, singing their joy to the skies and praising me through their creation. Der flatternde Wind trägt eine Stimme zu dir, sanft und weich. Du bist in meinem Tempel gereist und hast sie vor dem Drachen befreit. Nun können meine treuen Anhänger zurückkehren, ihre Freude in den Himmel singen und mich durch ihre Schöpfung lobpreisen. Leben, das bedeutet zu schöpfen und zu feiern. Ich bin froh, dir in dieser Sache gedient zu haben. Gut, ich hatte gehofft, einen Gefallen erbitten zu können. Ich wollte einfach einen Drachen töten. Nehmen wir mal das Erste. Die Brise bläst durch den Wind. Eine Taube steckt den Kopf in ihr Gefieder und beobachtet dich. Glad because you seek to protect life, or because you seek a patron. And yet you have proven yourself with this task. I would tell you of another. Froh, weil du Leben beschützen möchtest oder weil du einen Patron suchst? Und doch hast du dich mit dieser Aufgabe bewiesen. Ich möchte dir von einer weiteren berichten. Ich komme hilfensuchend zu dir. Ich muss nach Sonne im Schatten gelangen. Ich höre. Die Vögel kehren in den Baum zurück und lassen sich neben ihrem Artgenossen nieder. Die Brise weht weiter durch die Äste, die Stimme der Göttin mit sich tragen. You must stop Theos. And you must undo the tragedy he has wrought. Das hatten wir eh vor. Du musst Theos aufhalten und du musst die Tragödie rückgängig machen, die er verursacht hat. Im ganzen Baum beginnen Vögel zu zwitschern und zu singen, und im Aufstieg und im Fall ihrer Stimme spricht Hyela. Talos handelt, doch jemand steuert ihn. Die verbannte Königin flüstert ihm ein. Sie drängt ihn, die Lebenden und die Ungeborenen ihre Seelen zu berauben, zu ihrem eigenen Vorteil. Und er hat gehorcht. Ein Falke rutscht auf seinem Ast hin und her. Sie wird sie verschlingen. Sie wird Macht erlangen, während tausende leere Kinder geboren werden. Aber noch ist Zeit, die Tragödie umzukehren. Warum sollte Voidika das tun? Ein eitler Pack kreischt. Weil sie Autorität über Gnade stellt, Gesetze über Gestandene. Sie schätzt die Seelen von Sterblichen nicht wegen der Schönheit, die sie erschaffen, sondern allein, weil sie ihre Macht mehren können. Der Wind bläst kalt. Sie fürchtet die Beseelung. Sie glaubt, dass die Sterblichen sie nutzen könnten, um die Macht der Götter zu untergraben. Ihre Macht. Sie schert sich nicht um den Erfindungsreichtum der Gestandenen. Wie könnte sie das auch? Sie gibt Gefehle, keine Inspiration. Es klingt, als würde Taos schon lange mit ihr arbeiten. Du weißt bereits, dass er viele Leben gelebt hat. Jedem Einzelnen war es ihre Stimme in seinem Ohr. Sie leitet ihn an, ihren Ambitionen zu dienen. Sie drängt ihn, ihre Interessen zu schützen. Aros Gesicht verdüstert sich. Das ist es, was der bleiernde Schlüssel ist. Seit Jahrhunderten? Die Melodie der Vögel nimmt einen traurigen Ton ab. Und jedes seiner Leben war eine neue Strophe in einem Lied der Hingabe gegenüber der Eidbinderin. Kannst du Taos nicht alleine auffallen? Alle Götter, selbst Voidika, sind an einen Eid gebunden. Wir singen eine Harmonie, die Gestandene eine andere. Und auch wenn wir eine neue Melodie einführen können, in der Hoffnung, dass sterbliche Ohren sie hören und aufnehmen, unterbrechen wir ihren Chor nicht. Das würde zu einer Kakophonie zwischen den Göttern führen, die unseren Gesang und den euren übertönen würde.
Die Brise wirbelt Blätter um deine Füße, während die Vögel kurren. Alboy, Digga, singt dir Lied Taos vor. Ich möchte das meine dir vorsingen. Ich möchte das meine, also das ihr Lied möchte sie mir vorsingen. Wie kann ich Dinge wieder werden lassen, wie sie einst waren? Die Vögel verstummen plötzlich und beobachten dich. Die Stimme im Wert kehrt zurück. Trage die Gefangene zur Rede, sehen zurück zu den Körpern, aus denen sie gestohlen wurden. Wohlgeborene Kinder, deren Augen nie die Sonne gesehen haben. Du könntest sie wiederherstellen, ihre Familie nach Jahren des Klagens nun Hymne der Freude schenken. Die Brise kitzelt dich am Ohr. Friede und Wiederaufbau verleihen dem Lied einen Sinn. Schmerz, der dich zur Erfüllung führt, ist ohne Bedeutung, ohne Erlösung. Die Symmetrie verlangt, auf solches Leid große Freude folgt. Vielleicht wäre es besser, diesen Seelen zu gestatten, neue Leben zu finden. Wie können sie in ein neues Leben übergehen, wenn sie dieses noch nicht voll gelebt haben? Sie jetzt in das nächste Leben weiterzureichen, das ist, als würde man einen Vers eines Gedichts abschneiden, eine Strophe eines Liedes. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, das Leid, das Taos verursacht hat, wirklich ungeschehen zu machen. Sagai zuckt zusammen. Diese Wunden können doch gewiss sein. Oder glaubst du nicht, dass die ganzen Absenzen überwunden werden können? Du hörst den Ruf eines Mauerseglers sanft und klagend. Vielleicht können die Jahre nicht vergessen werden und für manche ist es vielleicht schon zu spät. Aber wenn man nur eine Seele wiederherstellen könnte, nur einen Funken Leben entzünden, nur eine Stimme mit Freude erfüllen, wäre es das wert. Es gibt noch eine zweite Seite. Ihr Ton ist vorsichtig. Hä? Warum ist das jetzt Alof? Du hast gesehen, was geschieht, wenn eine Seele aus ihrem eigenen Kreislauf gerissen wird. Können diese Kinder jemals wirklich zurückkehren? Ist das irgendwie falsch übersetzt? Danke, Hila. Ich mache mich auf den Weg. And when you face Theos and the rotting fruits of his endeavors, remember the conversation we have had. In that moment, you will have power rivaling a god's. And after it, you will live in the world that you have chosen. Wenn du die Grabinsel erreichst, wirst du dort Seelen finden, die ich ihr Verbrechen begnadigt habe. Ich überlasse sie dir, denn nur sie können deine Sicherheit auf dem Weg hinab gewährleisten. Und wenn du Taos und den faulen Früchten seiner Mühen gegenüberstehst, erinnere dich an unser Gespräch. In diesem Augenblick wirst du Macht besitzen, die einer Gottheit ebenbürtig ist. Und danach wirst du in der Welt leben, die du erwählt hast. Choose Restoration Watcher. Return the souls to the bodies they were stolen from. Swear to me that you will do this. And I shall give you power to make even Woodaker quake. I can be merciful and terrible, Watcher. Wähle die Wiederherstellung, Wächter. Leite die Seelen zurück zu den Körpern, aus denen sie gestohlen wurden. Schwöre mir, dass du das tun wirst, dann werde ich dir so viel Macht geben, dass selbst Voidika keine Chance gegen dich hat. Mächtige Flügel entfalten sich hinter dem Baum, verdunkeln die Sonne für die Dauer eines Herrschlags. Werfen sie einen blendenden Schatten über den Tempel. Ich kann gleichermaßen gnädig und schrecklich sein, Wächter. Ich schwöre, die Seelen der ungebundenen Kinder des Dürwalds zurückzugeben. Ich muss darüber nachdenken. Ich möchte mir zuerst anhören, was die anderen Götter zu sagen haben. Wait, I'm not done with you. Palegina geht nach vorne in den Vogelschwärm hinein. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Die Vögel kreisen und drehen sich, was wie ein Blitz aus bleichen Federn wirkt. Wer spricht da im Zorn? Ich halte mich mal raus. What should I call you? My mother? Father, those words seem to fall short and yet be too generous given our history. Es passiert nicht oft, dass eine unserer Art die Gelegenheit bekommt mit ihrer, was soll ich dich nennen, meine Mutter, Vater. Diese Worte scheinen zu kurz gegriffen, um angesichts unserer gemeinsamen Geschichte dennoch wohlwollend zu sein. Die Vögel neigen ihre Köpfe und recken und verdrehen ihre Hälse, um einander anzuschauen. Du bist wütend auf mich? What did you expect? Should I be happy? To be like this? To live like this? What kind of creator does this to her creation and abandons it in a world this cruel? Was hast du erwartet? Soll ich mich glücklich schätzen, so zu sein? So zu leben?
Was für eine Schöpferin tut dies ihrem Geschöpf an und lässt es dann in einer so grausamen Welt zurück? Also hätte ich dich einfach aus deinem Zuhause greifen, dich unter die Flügel nehmen und in ein Nest wie dieses bringen sollen, an einem ruhigen und harmonischen Ort, fernab der Kriegsgesänge und Kampftänze, die du so liebst? Ein Habichter schaut und stellt seine Federn auf. Sag mir, was du willst. All I've ever wanted from any of your kind is to take some responsibility. Any responsibility for what you've done. To us. To every one of the children you've abandoned. Und deswegen wollte ich nie mehr, dass ihr für eure Taten Verantwortung übernehmt. Irgendeine Art von Verantwortung. Für uns, für jedes der Kinder, die ihr zurückgelassen habt. Die Vögel schlagen mit ihren Flügeln und erheben sich von den Zweigen. Du bist ein Lied der Wildheit, eines, das ich sehr liebe. Ich höre deine Raserei und Wut und für mich ist es wie Musik. Dein Können und dein Hintermut hinterlassen auf der Welt Spuren wie ein Teppich. Ich würde dein Lied niemals dämpfen, auch nicht mit dem Trost meiner Flügel. What does that mean? Come back here. Palegina schreit wütend in den zurückweichenden Vogelschar. Was soll das heißen? Kommt zurück. Es gibt keine Reaktion. Palegina bald frustriert die Fäuse. Palegina, es tut mir leid, dass du nicht die Antworten bekommen hast, nach denen du gesucht hast. Du hast etwas Besseres verdient. Sie wird nicht zurückkommen. Es bringt nichts, hinterher zu schreien. Nichts sagen. Nehmen wir das Erste. We all deserve better. Wir alle haben etwas Besseres verdient. Sie lässt resigniert die Schultern fallen. Quest abgeschlossen. Ah. Okay, dann gucken wir uns mal Berat an. Erneut stehst du vor dem Schrein und dem Totenschädel-Sternbild, das die Hingabe zu Berat symbolisiert. Zu Berat beten. Also zu Berat betest, findest du dich wieder auf der Straße. Du kneifst die Augen zusammen, blickst in die Ferne, du siehst eine kleine, fahle Gestalt, die auf dich wartet. Zunächst glaubst du, es sei eine weitere Vision von Erzdruide Restin, doch dann bemerkst du den skelettartigen Körper und das steife Grinsen der Gestalt. Sie steht vor einem weiteren Schädeltor, doch der Weg führt nach unten, nicht weiter vorwärts. Die Gestalt winkt dich heran. Oh, Berat. Das muss der Totengräber sein. Also Stimme ist leise. Also die Todesgestalt von Berat. Hinter dir steht eine Frau, ihre Haut milchweiß gegen ihre schwarzen Haare. Sie trägt eine Rüstung, die so dunkel ist, dass sich das Licht der Sterne aufsaugen scheint. Die Straße windet sich hinter ihr einen Berg hinauf. A toll traveler. Sie streckt eine Hand aus, einen Wegzollreisender. Und der bleiche Paladin. Dem Totengräber folgen, dem bleichen Paladin bezahlen. Geben wir dem bleichen Paladin lieber einen Wegzoll, anstatt dass wir dem Tod folgen. Du legst einige Kupferstücke in die Hand und sie schließt die Faust darum. Du spürst sofort, wie dein Geldbeutel etwas schwerer wird. Der Herr dieser Straße verlangt von jedem einen Wegzoll, aber er leiht großzügig, auf dass alle seine Straße wieder bereisen können. Hinter ihr grinst der Totengräber sein lippenloses Lächeln und wartet. Die Straße gräbt sich in den Berg und du findest dich in einer riesigen Höhle wieder. Die Decke steigt weit auf und ist mit Feuchtigkeit bedeckt. Aus dieser Entfernung sehen die glänzenden Tropfen aus wie Sterne, die in Sternbildern zusammengefasst sind. Der Totengräber und der bleiche Paladin führen dich einen Weg hinauf, der in den Rand der Höhle gehauen ist. Zwei identische Höhleneingänge warten vor dir. Du folgst dem Totengräber in Eile davon. Du stehst am Rand und blickst hinab in eine endlose, sich stets verändernde Ebene, die von einer Straße durchtrennt wird. Erst da bemerkst du, dass du dich nicht mehr auf der Straße befindest. Als du der Straße bis zu dem Punkt folgst, wo sie unter dir verschwindet, erkennst du, dass du in einer der Augenhöhlen eines riesigen Totenschädels stehst. Der Totengräber deutet auf die Straße. Der Asteroide Restin und erscheint unter dir. Er sieht genau aus, wie du ihn in Erinnerung hast, ernst und mit glatter Haut. Doch mit jedem Schritt wächst er, schwillt vor Blut und Essenz an. Seine schweren Schritte werden langsamer und langsamer, bis er stehen bleibt. Sein aufgeblähter Körper füllt den Weg komplett aus. You met a dwarf traveling this road. What did you do? Die Stimme des bleichen Paladins ist leise und sanft. Du bist auf dieser Straße einem Zwerg begegnet. Was hast du getan? Er hat viele Jahrhunderte gelebt, ich brachte ihm in den Tod. Er hat viele Jahrhunderte gelebt, ich brachte ihm ein neues Leben. Er lebte vom Blut anderer, ich sorgte für Gerechtigkeit.
Restin hat zu lange stillgestanden. Ich habe ihn lediglich wieder in Bewegung gesetzt. Das Schicksal aller Sterblichen ist es zu sterben. Ich habe den Willen der Götter gewirkt. Die beiden hier klingen zu... Naja. Das hier klingt zu Paladin-mäßig. Nehmen wir einfach mal wirklich das hier, weil das hier unten klingt wieder zu fanatisch. Also er hat zu lange stillgestanden. Das Fleisch des blechenden Paladins ist straff und sein Schädel gespannt. Sie nickt einmal ein kaum merkliches Absenken des Kinns. Life is kinetic. Forward motion. 100 beginnings and endings nested within a million more.